Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunft ist Jetzt Podcast, deinem Podcast für Inspiration, Motivation und Praxistipps für dein Network-Marketing-Geschäft. Mein Name ist Oliver Schirmer, schön, dass du heute wieder dabei bist. Und heute möchte ich dir von einem Gespräch erzählen, welches ich mit einer Person geführt habe, die sich über Network-Marketing informiert hatte, bevor sie mich kontaktiert hat. Und eigentlich im Network Marketing auch starten wollte bzw. starten will. So, und da sind wir auch schon beim Kern der Sache. Eigentlich, ja, es war deshalb nur eigentlich, weil ich habe bei der Person etwas bemerkt, was ich bei vielen anderen Menschen auch schon bemerkt hatte. Manche Menschen haben einfach Angst, eine Entscheidung zu treffen. Ja, und das ist jetzt im ersten Schritt mal nichts, Unübliches, weil viele Menschen tun sich schwer mit Entscheidungen, weil, ich sag mal, Entscheidungen haben immer Auswirkungen in der Zukunft, die wir aber heute jetzt noch nicht kennen, ja. Und diese Ungewissheit, die macht natürlich uns Angst, ja. Und dann vertagen wir unsere Entscheidung, entweder auf morgen, auf übermorgen und bei manchen ist es dann auch auf nimmermehr, ja. Das heißt, es kommen so interne Zweifel auf, ja. Und vielleicht kennst du das auch. Du willst loslegen, aber auf einmal kommen so Zweifel hoch und du fragst dich, Mensch, kann ich das überhaupt? Was sollen die anderen über mich denken, wenn ich das mache? Ja, was ist, wenn ich scheitere? Kann das Geschäft überhaupt funktionieren? Funktioniert Network Marketing überhaupt? Werde ich damit, aber auch, oder werde ich damit überhaupt Geld verdienen? Und das sind alles so Zweifel, die da in einem hochkommen können. Und so war es eben, wie gesagt, in diesem Gespräch auch. Und da ist meine Botschaft an der Stelle einfach die, dass Zweifel deine Träume zerstören. Und William Shakespeare, ich habe jetzt, als ich die Folge hier gemacht habe, mal geguckt, ob ich hier auch ein Zitat dazu finde. Und ich habe tatsächlich eins gefunden, nämlich von William Shakespeare, der schrieb über Zweifel: Zweifel sind Verräter, sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. Also ich wiederhole es nochmal, Zweifel sind Verräter, sie rauben uns, was wir gewinnen können, wenn wir nur einen Versuch wagen. So, und jetzt ist ja die Frage, Mensch, was für einen Ausweg haben wir denn aus dem Dilemma? Weil keiner kann dir sagen, ob du erfolgreich sein wirst. Das ist immer von vielen Faktoren abhängig und hauptsächlich von einem selbst. Wie in jedem Geschäft muss man, bevor man Erfolg haben kann, einen gewissen Aufwand in Form von Arbeitszeit oder Geldeinsatz bringen. Und man könnte auch sagen, du musst eben im Vorfeld deinen Preis bezahlen, du musst einen gewissen Preis für Erfolg bezahlen. Und ob du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, das weißt halt nur du alleine, ja. Eins weiß ich aber definitiv: Es lohnt sich nicht, mit deinem inneren Kritiker, der die Zweifel ständig vorbringt, zu diskutieren oder ihn zu beschwören, dass alles gut wird und es wird schon alles gut laufen. Zweifel oder der Zweifler, der bleibt in der Regel ein Zweifler und deshalb solltest du eher versuchen, diesen inneren Kritiker, diesen inneren Zweifler mit so einer kleinen List zu deinem Verbündeten zu machen. Ja, du kannst nämlich diesen Zweifler, ich sag mal, ein Stück weit ausschalten, indem du dir, schlussendlich ist es nichts anderes, dass du dir einfach bessere Fragen stellst. Ja, das gilt für deinen ganz persönlichen internen Zweifler genauso wie für den Zweifler deines Interessenten. Ja, schau. Du weißt im Voraus nie, wie sich eine Sache entwickelt. Ja, du weißt nie, ob du erfolgreich mit einer Sache sein wirst oder nicht. Ja, das liegt an dir, hatten wir schon gesagt. Aber ich denke, es ist viel schlimmer, wenn du am Ende deines Lebens sagen müsstest: Mensch, hätte ich die Sache mit Network Marketing doch lieber mal versucht. Ja, wäre ich mal mutiger gewesen. Wer weiß, was vielleicht so alles Positives passiert wäre, ne? So, und jetzt komme ich wieder zu dem Thema, den Kritiker zum Verbündeten zu machen. Frag dich doch einfach mal, wenn du merkst, dass so innere Zweifel wieder hochkommen: Mensch, was kann denn im schlimmsten Fall passieren? Ja? Du solltest
Ja, dich und auch den Menschen, wo du merkst, die haben so Zweifel, einfach mal diese Frage stellen. Mensch, was kann dir denn im schlimmsten Fall passieren? Schauen wir uns das doch mal an, was in diesem Gespräch dann quasi so, was wir so rausgefunden haben. Und schau dir doch einfach mal an, was im schlimmsten Fall passieren kann. Also, eine Möglichkeit wäre, du hast Zeit investiert, du hast Arbeit in eine Sache reingesteckt. Du bekommst Network Marketing, dein Network Marketing Geschäft einfach nicht zum Laufen. Ja, so jetzt könnte man natürlich sagen, du hast viel Zeit verloren, hast viel Arbeit reingesteckt, richtig? Ich sehe das ein bisschen anders, weil du hast mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, ja, während du an dieser Sache gearbeitet hast, viele neue Erkenntnisse erzielt, vieles dazugelernt. Und diese Erfahrungen und Learnings, ja, die hättest du, ich sag mal, wenn du die Zeit jetzt alternativ vor dem Fernseher verbracht hättest, die hättest du ja nicht machen können, ne? Du hast also gelernt, wie man verkauft, wie man Menschen kontaktiert, wie man Marketing macht und so weiter. Ja, du hast also definitiv keine Zeit verloren, sondern selbst wenn es nicht funktioniert bei dir, ja, oder wenn es nicht funktioniert hätte bei dir, dann hättest du, dann wäre diese Zeit oder die Arbeit, die du reingesteckt hast, dennoch nicht für umsonst gewesen. Ja, zweite Möglichkeit. Vielleicht hast du Geld investieren müssen, um starten zu können. Ja, du hast vielleicht eine Grundausstattung gebraucht für Vorführprodukte. Vielleicht hättest du die zu Beginn erwerben müssen. Und dann könnte man ja auch sagen, Mensch, das Geld hast du verloren, stimmt's? Auch das sehe ich ein Stückchen anders, weil das ist ja nicht wirklich wahr. Du hast zwar Produkte erworben, aber du hast ja dafür auch den Gegenwert bekommen, denn du kannst die Produkte ja verwenden. Zumal es ja viele Unternehmen auch gibt, die die Produkte auch wieder zurücknehmen. Ja, also du hast einen Gegenwert dafür erhalten. Das heißt, Geld hast du nicht wirklich verloren. Also Zeit hast du nicht verloren, die Arbeit, die du reingesteckt hast, war nicht umsonst und Geld hast du auch keins verloren. Ja, dann haben wir noch das Dritte. Ja, du könntest dein Ansehen verlieren, weil du mit Menschen über das Thema sprichst. Ja. Und gerade das, ja, und dann die Menschen vielleicht nicht so reagieren, wie du dir das gewünscht hast. Und das Ansehen verlieren ist ja für viele Menschen ein großes Thema, weil die haben da eine Heidenangst davor, ja. Und das war bei mir nicht anders, ja. Ich hatte zu Beginn, ich bin ja gelernter Industriemechaniker von Verkauf, Marketing und so weiter, keine Ahnung. Und ich hatte davor ziemlich Schiss, was andere über mich denken, ja. Beziehungsweise, dass andere auch schlecht über mich denken, dass die Menschen, die ich gerne habe, schlecht über mich denken, ja. Aber auch hier kann ich dir sagen, dass du da vor keine Angst haben musst, ja. Zumindest nicht, wenn du es wirklich ernst mit deinem Geschäft meinst, weil wenn du aufrichtig und ehrlich, ja, Menschen Produkte weiterempfehlst, die du selbst nutzt, hinter denen du stehst, was soll da Schlechtes dran sein? Ja, nur wir Menschen, ja, wir neigen immer da dazu, alles, was uns so persönlich betrifft, so riesengroß zu machen. Ja, wenn jemand bei einem Verkaufsgespräch Nein sagt, dann denken wir, die Person sagt Nein zu uns persönlich. Ja, vielleicht braucht sie aber gerade das Produkt tatsächlich nicht oder sie hat einfach kein Interesse an dem Produkt. Ja, schlussendlich sind wir aber gar nicht so wichtig, wie wir immer denken. Ja, die meisten Menschen, die vergessen sehr, sehr schnell. Ja, und häufig hat die Person, mit der du gerade gesprochen hast, dich in ein paar Stunden ja bereits wieder vergessen. Ja, weißt du, wenn wir lernen, unser Ego runterzufahren, ja, und den falschen Stolz, den wir da so in uns tragen, zu reduzieren, dann stellt man fest, dass das Leben viel, viel leichter wird und dass du mit anderen Menschen viel weniger Konfliktpotenzial hast, ja. Also nimm das Ganze einfach nicht so persönlich, ne? So, wenn ich jetzt mal hier so ein Fazit ziehe, ja, und durch diese drei Punkte nehme, was ist also das Schlimmste, was da passieren kann? Dann muss ich einfach sagen, Mensch, Scheitern ist möglich, Scheitern kann vorkommen, ja. Scheitern kommt auch vor, aber hast du deshalb gleich verloren? Und da meine ich, ist die Antwort nein, ja. Wenn du im Network Marketing feststellst, dass das Geschäft nichts für dich ist, dann bist du trotzdem ein Gewinner, ja. Du bist persönlich gewachsen, du hast neue Dinge kennengelernt, du hast neue Erfahrungen gesammelt, du hast dich als Person weiterentwickelt. Klar hast du vielleicht auch hier und da etwas Angst gehabt, hast vielleicht Dinge ja machen müssen, die du vorher noch nie gemacht hast. Dadurch hast du eben halt einfach ja ein bisschen Angst gehabt.
Aber das sind ja die Dinge, durch die entwickelst du dich am schnellsten weiter, ja. Und wie gesagt, viel schlimmer ist aus meiner Sicht die Tatsache, ja, dass du aus Angst an deinen Job klebst, ja, in deinem Job bleibst, der dich vielleicht aktuell langweilt oder den du vielleicht sogar hast und deine wertvolle Zeit hier auf diesem Planeten, ja, ich sag mal, mit Dingen verbringst, die dir eigentlich gar keinen Spaß machen, ja. Und deshalb, mein Fazit, viel schlimmer als zu scheitern ist es, es nicht mal versucht zu haben. Ja? So, also, was brauchst du, um erfolgreich zu sein? Du brauchst einfach nur die richtige Firma im Rücken. Du brauchst eine konkrete Anleitung, die dir zeigt, was zu tun ist und wie es zu tun ist. Dann am besten einen Mentor, ja, jemand, der dir bei Problemen die richtigen Tipps geben kann, auch wenn es bei der Umsetzung Schwierigkeiten gibt, der die Dinge für dich richtig einordnen kann, der für dich die Dinge, die unklar sind, in eine richtige ja, Vorgehensweise packen kann. Du brauchst Mut, Ausdauer, um das Gelernte umzusetzen. Und last but not least brauchst du glasklaren Fokus, die Bereitschaft, dich von nichts und niemandem ablenken zu lassen, und zwar so lange, bis du dein Ziel erreicht hast. Ja, in diesem Sinne, ja, auch du kannst es schaffen, ja, so wie viele tausende Menschen vor dir. Es gibt im Network Marketing kein Geheimnis. Nutze das, was bereits alles da ist. Das Wissen ist überall verfügbar, ja, und dann leg einfach los. Geh unaufhaltsam deinen Weg, und wenn du Lust hast, dann lass uns doch gemeinsam noch dieses Jahr zu deinem besten Jahr machen. Ich freue mich, wenn wir uns beim, ja, in der nächsten Folge wiedersehen. In diesem Sinne alles Gute und herzliche Grüße, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.